Wenn am Aschermittwoch für die Karnevalisten alles vorbei ist, dann kommt die Zeit der Faschingsfans. Der Polizeisportverein 90 in Dessau-Roßlau lädt auch in diesem Jahr wieder zu den beliebten Faschingsveranstaltungen ein. Da kommen im Verlauf dieser Woche zunächst die Kindergartenkinder voll und ganz auf ihre Kosten. An allen Tagen haben sich bereits die verschiedensten Einrichtungen angesagt. Da gibt es schon mal rote Brause und viel Obst zu den Plätzchen, ehe es dann bei Spiel und Tanz ziemlich sportlich einherging. Also der Kindergartenfasching ist eine lange Tradition bei uns im Verein. Wir haben seit 20 Jahren den Spielsport- und Bewegungskindergarten bei uns im Verein integriert, wo verschiedenste Einrichtungen der Stadt Dessau und freier Träger zu uns kommen, sportlich betreut werden. Und wir wollen natürlich auch am gesellschaftlichen, kulturellen Leben teilnehmen. Deshalb feiern wir die ganze Woche mit unseren Kindergartenkindern den Kindergartenfasching hier in der Schappungsstraße. Verschiedene Attraktionen waren für die Kinder vorbereitet, ob nun Tanz, Spiel oder ein gemeinsames Faschingsfoto. Der PSV hatte an alles gedacht. Neu dürfte allerdings sein, dass man nicht mehr im Hauptsitz des Vereins feiert, sondern in der Ballsporthalle in der Schappungstraße. Das trifft im Übrigen auch für den Seniorenfasching am Freitag von 18 bis 23 Uhr sowie für die PSV-Faschingsparty am Samstag zu. Warum aber hat man sich für den Standortwechsel entschieden? Also eigentlich ist es darauf, hat sich daraus entwickelt, dass wir ein bisschen rückläufigere Teilnehmerzahlen hatten und der Aufwand doch recht groß ist, in der Heidestraße den Umbau vorzunehmen. Wir sind weniger Leute, die das Ganze bewerkstelligen können, und deshalb sind wir hier auf unsere Ballsporthalle ausgewichen in die Schappungstraße, und ich denke, auch hier haben wir ein schönes Ambiente geschaffen, um unseren legendären Fasching zu feiern. Mit etwa 100 bis 120 Gästen rechnet der Sportverein und sieht sich ausreichend aufgestellt. Die Halle bietet also genügend Platz. Und hat sich denn sonst noch etwas am PSV-Fasching verändert? Also erstmal ist es ja hier ganz anders als bei uns in der Heidestraße. Es ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kuscheliger. Und ich denke, freuen können Sie sich wieder am Freitag auf ein kleines Programm, was wir auch dieses Jahr wieder machen wollen. Und für unsere jungen Leute soll es dieses Jahr nur eine Faschingsparty geben, mit viel Stimmung, mit viel Spaß und Dallerei. Und wer die Veranstaltungen des PSV 90 aus den vergangenen Jahren kennt, der weiß, dass wieder ordentlich gefeiert wird. Also vormerken: Kinderfasching am Donnerstag ab 15.30 Uhr zum Eintrittspreis von 4 Euro oder zum Seniorenfasching am Freitag ab 18 Uhr für 7 Euro. Die große PSV-Sause startet am Samstag um 20 Uhr. Mit 10 Euro ist man dabei.